Und damit begrüße ich euch zurück zum Pro-Cyclist-Modus. Wir sind weiterhin bei der Tour de Romandie am Start. Heute Rolle freies Element. Also wir dürfen uns selber aussuchen, ob wir Wasser, Erde, Luft oder sonst irgendwas sind. Also wir sind ein Feuerbändiger, würde ich jetzt einfach mal sagen. Für alle, die Avatar kennen. Also nicht den Film, sondern die Serie, die übrigens sehr, sehr geil war damals, als ich sie mir angeschaut habe. Inzwischen kann ich es nicht mehr sehen, aber eigentlich eine ziemlich coole Sache. Gut, alle sprinten hier oder hängen sich gerade mal irgendwo dran, auch nicht schlecht. Wir sind mit dem freien Element, können wir unseren Fahrern natürlich wieder keine Anweisungen geben. Das ist ein bisschen schade, aber heute wollten wir uns sowieso mehr oder weniger ausruhen, nur ein bisschen beobachten, dass wir keine Zeit verlieren. Deswegen steuern wir die Etappe auch selbst, weil es ansonsten schwierig wird. Wenn wir das simulieren würden, würden wir hundertprozentig Zeit verlieren, weil bei der Simulation habe ich manchmal das Gefühl, dass Profil nicht so hundertprozentig mit eingedacht wird. So haben wir es dann im Griff. Movistar macht vorne das Tempo. Natürlich, Quintana hat das Auftakt-Zeitfahren gewonnen, den Prolog etwas überraschend mit einer Sekunde Vorsprung. Wir können uns gerade mal das Klassement anschauen. Die Mitfavoriten haben wir uns in der letzten Folge schon angeschaut. Die sind natürlich auch zum Großteil hier vorne mit gelandet. Chris Froome ist dabei, Quintana am Start, Talensky dann um 2 Sekunden sogar geschlagen, Mikel Landa 5 Sekunden, Leopold König haben wir dabei, Spilak, Bob Jungels, der ja unser Konkurrent um das weiße Trikot war bei Paris-Nizza. Aber wir haben es natürlich gewonnen, weil wir einfach ganz toll sind. Chris Froome, Kreuziger, Pinot, Rowan Dennis, ein sehr guter Prologfahrer, der nur 15. geworden ist. Naja, vielleicht Formaufbau noch nicht so richtig da. So, Tagesform plus 2, damit können wir unglaublich gut leben für den Tag. Deswegen räumen wir auch hier vorne mal rum. Beschützt werden wir natürlich nicht, weil wir ja ein freies Element sind. Wir sind quasi nicht greifbar. Egal ob Feuer, Wasser oder sonst irgendwas, die Leute greifen durch uns durch. Wir sind einfach unsichtbar. Berg der zweiten Kategorie, Col des Trois. Das müsste doch eigentlich dann Berg der dritten Kategorie sein, wenn er so heißt, oder? Col des Trois. Ne, des Trois. Man muss ja das S mit rübernehmen, habe ich im Französischunterricht immer gelernt. Immer noch eine wunderbare Aussprache bei den französischen Bergen. Ihr könnt ruhig sagen, dass davon unglaublich viel Erotik ausgeht und dass ihr das nur deswegen schaut, weil ich die französischen Sachen so schön ausspreche. Das ist schon... Ich würde das akzeptieren und einfach so hinnehmen. Gerade auch, wo wir mit dem Rainbow FC ja bei Pixel Cup Soccer unterwegs sind. Ich habe da Verständnis für. Marco Marcato, da haben sich die Eltern auch wieder einen Spaß erlaubt. Und Blowjob Lindemann natürlich wieder am Start. Unser Lieblingsfahrer. Okay, sah gerade so aus, als wären wir da weggefahren. Der gute Blowjob, BJ. Ofredo natürlich wieder auf Abwägen vorne in der Ausreißergruppe, die sehr, sehr weit weg ist. Also ich kann hier nichts steuern. Es ist auch kein Rundkurs. Es wird bestimmt keine 45 Jahre Vorsprung geben, wie damals bei der Österreich-Rundfahrt. Da falle ich ja immer noch vom Glauben ab. Das war an dem Abend, wo im OEZ in München der Amoklauf war. Da habe ich die Folge aufgenommen. Ist mir irgendwie, verbindet man natürlich dann auch ein bisschen damit. Einmal, weil das Rennen hier sehr merkwürdig war, was ich da aufgenommen hatte. Und dann natürlich ist das so ein Moment, hat sie ja auch gesagt, da ich ja auch in einem Center arbeite und im OEZ, ich arbeite ja bei Hugendubel in einem Buch, also in der Buchhandlung, nicht Buchladen, in der Buchhandlung. Und im OEZ ist ja auch eine Buchhandlung, da macht man sich natürlich dann schon ein bisschen seine Gedanken. Ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag ängstlich zur Arbeit geht, das ist definitiv nicht der Fall, aber an dem Abend war es natürlich schon so, dass man sich auch Sorgen um die Kollegen gemacht hat, aber alles gut, ist zum Glück keinem was passiert, aber leider anderen Menschen natürlich schon. Aber wollen wir nicht weiter thematisieren. Jetzt haben wir auch den Ruckler drin, wie gesagt, die Heli-Perspektive finde ich ganz schön, ich kann hier leider dann nicht noch drehen, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, da ist wieder Van Poppel. Aber Danny von Poppel, nicht sein Bruder Boy van Poppel. Kann ich eigentlich hier auch sortieren? Ah, Tatsache. Geht auch. Das ist eigentlich ganz cool. Dann rödeln wir hier mal weiter. Zwei Fahrer sind auch schon rausgefallen hinten. Wie gesagt, heute gilt es eigentlich nur vorne dran zu bleiben und keine Zeit zu verlieren. Morgen ist dann ein schönes... eine schöne Bergankunft. Danach gibt es dann das hügelige Zeitfahren und dann nochmal ein Berg, wo wir sicherlich auch vorne mit landen werden, sicherlich nicht ganz vorne. Quintana und Froome werden definitiv zu stark sein und wir sind ja auch noch nicht wirklich gut in Form. Das sieht man hier am orangenen Balken Richtung Giro d'Italia. Werden wir wahrscheinlich auch eher mit einem gelben Formbalken in die Rundfahrt gehen. Ganz zum Ende wird es allerdings dann in den Optimalbereich gehen und dort wird der Giro d'Italia ja auch erst entschieden. Am Anfang wird es sicherlich auch mal kleine Abstände geben. Man kann die Rundfahrt am Anfang auch schon verlieren. Es gibt eine
eine Bergankunft bzw. eine schwere Bergetappe. Dann gibt es auch schon zwei Zeitfahren, die für uns natürlich sehr wichtig sind, aber wir müssen vor allem darauf schauen, dass wir in den Bergen nicht allzu viel Zeit verlieren, weil wir dort eigentlich immer nur covern können. So, Côte de Vigny. Weiterhin die Ausreißergruppe vorne, die allerdings jetzt auch ein bisschen zersplittert. Wir müssen jetzt schauen, dass wir es ein bisschen höher stellen. Beschützen tut uns ja keiner, also Kraft sparen ist heute nicht. Berg der dritten Kategorie, da rütteln wir nochmal mit drüber. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Ausreißer diese Etappe gewinnen werden. Von unseren Fahrern sind schon wieder unglaublich viele zurückgefallen, das ist echt so bitter. Also beim Giro d'Italia können wir auch kein besonders gutes Team erwarten. Da werden wir, denke ich mal, ich hoffe es mal, als Kapitän an den Start gehen. Ich weiß nicht, ob Nasser Bouhanni auch dabei ist. Aber das wäre natürlich schon kacke, wenn wir bei den wichtigen Bergetappen dort nicht selber das handeln könnten. So, jetzt natürlich die entscheidende Phase, warum wir das heute überhaupt selber steuern. Deswegen müssen wir darauf achten, vorne dran zu bleiben. 85 Fahrer auch nur noch drin. Nairo Quintana natürlich vorne problemlos mit dabei. Ausreißer zersplittern da vorne jetzt. Rosen. Wolle Rosen kaufen? Smulkis. Das ist doch ein wunderschöner Name. Smulkis Wiss. Wiss. Ofredo ist auf jeden Fall vorne noch dabei, allerdings auch nur in E4. Und ich glaube wirklich nicht, dass die Ausreißer sich das noch nehmen lassen. Es sind zwar noch 30 Kilometer, es gibt aber auch noch mal eine Abfahrt. Mal schauen, ob Nairo Quintana sein gelbes Trikot einfach so weggibt. Ist für ihn ja wahrscheinlich unerheblich, weil vorne aus der Ausreißergruppe ist keiner wirklich gefährlich. Ich habe das Gefühl, ich lispel heute ein bisschen. Ich glaube, ich habe zu heiß am Kaffee genippt, weil ich wieder zu gierig war. So, die gesamte Nachwuchsfahrerwertung kann man mal mehr oder weniger ignorieren. Da sind einfach mal wieder Zahlen durcheinander gewürfelt worden. Und das Tempo ist hier auch gar nicht so hoch. Haben jetzt ein bisschen gelben Balken verloren, aber alles noch im grünen bzw. gelb-blauen Bereich. Da vorne sehen wir jetzt auch Fredo mit Guillaume vorne. Und dann sind das 3 Minuten noch auf 25 Kilometer für die Ausreißer. Mohoric, Makato, Brutt und Lang sind auf jeden Fall vorne dabei. Und natürlich Blowjob Lindemann. Der Mann hätte mal bei uns bei Parkitec dabei sein. Der hätte bestimmt, der hätte das Glory Hole Paradies putzen können. So, ich stelle es mal ein bisschen schneller, weil so spannend ist es nicht. Wir rödeln eh nur mit und hoffen, dass die Ausreißer da vorne jetzt noch einkassiert werden. Das ist eigentlich ganz cool, gerade mit den langen Geraden. Das sieht man natürlich dann auch sehr schön. Jetzt ist hier das Tempo ziemlich raus. Aber ich kann ja nichts machen. Also Nachführarbeit mache ich jetzt hier natürlich nicht. Wir versuchen Energie zu sparen. Die nächsten 3 Etappen werden richtig schwer werden. Da vorne oder beziehungsweise da hinten sehen wir den guten Herrn Hofstetter. Ein typisch französischer Name. 2 Minuten 21. Das wird nichts mehr. Die sind durch. Da vorne. Und es wundert mich ganz ehrlich ein bisschen, weil es ja erst die 2. Etappe ist. Wie gesagt, die werden wahrscheinlich in der Gesamtwertung kein großes Wörtchen mitreden. Dennoch wäre es natürlich sinnvoll. Da geht jetzt eine Attacke. Wout Poels greift an, der jetzt auch nicht mehr für Sky fährt, sondern zu Trek Segafredo gewechselt ist. Versuchen mal dort jetzt auch schon etwas schneller zu fahren. Er ist auch wieder eingeholt. So, immer noch 2 Minuten, also Ausreißer sind durch. Wir versuchen wieder unsere übliche Taktik, den Sprint einfach von vorne zu fahren. 10 Kilometer noch für uns. Merkwürdig, also ganz merkwürdiger Verlauf. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Dass der Kicker, wie gesagt, Katjuscha noch nicht verklagt hat, das ist doch ganz klar das Kicker-Car. Auch eine meiner Lieblings-Kindheitsserien, die Kickers. Ich kenne das Lied immer noch auswendig. Jeden Tag ist ein anderes Spiel zu Ende und bevor du nach Haus gehst, reicht man sich einander die Hände und hat was gelernt. Das ist so cool. Das hat so einen Spaß gemacht, diese Sendung. Auf geht's, Basi. Altes Sprinter-Ass. Was? Haben die da gerade rausgenommen? So, da vorne
sprintet die Ausreißergruppe. Wir versuchen hier den Sprint des Haupt... Was? Wieso gewinnen wir denn den Sprint des Hauptfeldes? Was macht ihr denn? Ihr Eumel. Tosh van der Sande, jawohl. Jo, haben einfach mal den Sprint des Hauptfelds gewonnen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das liegt natürlich an unserer überragenden Fitness und nicht daran, dass das Spiel manchmal gerade in der finalen Phase sehr komisch reagiert. Das ist dann auch egal, ob es Pro Tour ist oder World Tour oder Kontinental, ein kleines Rennen. Hier ist es natürlich schwieriger, ganz klar. Bei den kleineren Rennen, wenn man da einen guten Fahrer am Start hat, dann klappt sowas sehr häufig. Das heißt, ihr habt aber auch gerade gesehen, dass die Wolke aus dem Nichts entstanden ist, oder? Das war wahrscheinlich der Typ, der da stand, der kifft. Der kifft, der Typ, der auf dem Kran steht. Das war gerade sehr merkwürdig. Bitte nochmal zurückspulen, Leute. Ich kann das jetzt leider gerade nicht machen. Wir gehen mal ganz mutig zur Siegerehrung und sehen wieder Menschen, die wahrscheinlich im Protest stehen. Schleudert den Purchen zu Boden. So, Marco Marcato hat jetzt erstmal die Etappe gewonnen. Mal schauen, BJ Lindemann auf Platz 2. In der Gesamtwertung ist auch Marcato vorne, da ist Blowjob Lindemann leider nur auf Platz 4. Ich hätte ihn ja gerne mal in Gelb gesehen. Aber ihm steht wahrscheinlich Weiß besser. Ah, ist das eklig. So, Punktewertung auf Platz 10, Nachwuchsfahrerwertung auf Platz 4. Da ist dann auch Mohoric. So, und jetzt beginnt es dann natürlich auch etwas spannender zu werden. Jetzt geht's in die Berge. Da haben wir, wie gesagt, einfach mal fett den Sprint gewonnen vor allen anderen. In der Gesamtwertung sind wir damit auf Platz 31 mit 1,21 Rückstand. Natürlich, die haben ja auch wieder noch ein bisschen Zeit gut gemacht, darf man nicht vergessen. Aber jetzt gilt es, und die Tour de Romandie ist ja auch noch nicht unser Primärziel. Wir wollen natürlich auch für die Pro-Tour-Wertung noch ein paar Punkte sammeln. Aber die Wertung hier interessiert mich persönlich auch nicht so sehr wie beim Team Eurosport, was wir ja parallel machen. Wenn wir das nächste Mal ein Abonnententeam starten, dann wahrscheinlich auch 2017. Ich glaube nicht, dass wir vorher nochmal ein neues Abonnententeam machen, weil wir werden wahrscheinlich auf jeden Fall bis Ende des Jahres noch am Radsportmanager Spaß haben. Auch wenn die Aufrufzahlen dann wahrscheinlich, je kälter es wird, auch wieder zurückgehen, ist ja ganz klar. Aber dann habe auch eine Nachricht bekommen, wo dann drin stand, dass man besser in der Continental Pro Tour startet, und da muss ich auch zustimmen. Das ist definitiv so. Das wäre besser gewesen, direkt Continental Pro zu starten. Dann wären wir vielleicht in der ersten Saison auch nicht direkt aufgestiegen, jetzt zu den World Tour Teams. Das wäre auch gar nicht mein ganz großes Ziel gewesen. Aber wir hätten natürlich größere Rennen fahren können schon mit unseren Fahrern, was auch mehr Spaß gemacht hätte, wahrscheinlich beim Zugucken. Jetzt müssen wir erstmal die erste Saison beenden. Wir sind relativ sicher in der nächsten Saison bei Continental Pro, können dann natürlich größere Rennen fahren, aber es wäre jetzt auch nicht falsch gewesen, gerade so wie wir das jetzt angegangen sind, das vielleicht in der ersten Saison schon zu machen. Da kann ich wirklich nur zustimmen. So, die Fahrertexturen sind auch wichtig. Ich habe ja auch gehört, dass es bei einigen mit den Datenbanken auch immer mal ein paar Probleme gab, wenn man die dann eingebunden hat, dass die Radfahrer dann ohne Rad gefahren sind, was ich ja eigentlich ganz begrüßen würde. Sähe doch ganz lustig aus und plus eins. Okay. Was? Freies Element Wasserträger. Du hast in diesem Rennen Entscheidungsfreiheit, du arbeitest deinen Kapitän zu. Ja, was denn jetzt? Du bist frei, aber du musst doch hier bleiben und ich sag dir, was du machen sollst. Was? Hallo? Kamera? Was war das denn? Du kannst erstmal in der Reihe bleiben. Wieso ist Ofredo unser Kapitän? Du kannst mit der minus 4. Und er hat jetzt keinen besonders guten Bergwert. Der Kruzifix nochmal. Das ist doch nicht dein Ernst. Warum stehen wir so weit hinten? Wir sind hier das Top-Talent des Radsports und fahren jetzt für Katjuscha. Nee, doch nicht. Wir haben doch sogar die 161. Wir sind doch sogar der Kapitän. Was zum Teufel wollt ihr denn von mir? Ofredo ist vielleicht eine Gesamtwertung vor uns. Nein, er ist zeitgleich mit uns. Aber wird natürlich bevorzugt, weil er Franzose ist. Soll nicht mal das Baguette aus dem Arsch nehmen, die Leute hier. Ist ja wohl unglaublich. Auch wunderschön, diese Luftaufnahmen von Bäumen. Ja, schade.
Wie gesagt, ich hoffe, dass das beim Giro d'Italia anders ist. Und ich freue mich auch schon auf die dritte Saison. Ich weiß nicht, ob wir die Vuelta noch unbedingt hinten dranhängen werden, weil es wird natürlich auch noch ein Vuelta-Let's Play geben. Haben wir jetzt noch keine großen Gedanken um die Vuelta gemacht. Muss erstmal schauen, wer überhaupt am Start ist. Aber es wird wohl wieder die Phalanx der Besten am Start sein. Ja, gern geschehen, gell? Es ist ja kein Thema. Ich helfe immer gern, gerade wenn ich vor allem auch die Hand gar nicht an der Maus habe. Aber ich habe sie auch sonst nirgendwo. Also nicht an der anderen Maus. Also wird auf jeden Fall Vuelta Let's Play geben, ist dann wie gewohnt bei der Tour de France. Jeden Tag, beziehungsweise am Vortag der Etappe, kommt dann eben auch Vuelta Let's Play. Kann allerdings sein, dass ich dort dann mal bestimmt 6, 7 Etappen auch am Stück aufnehme, weil das schaffe ich sonst alles zeitlich momentan nicht, das dann genau zu koordinieren und dann wirklich nur 2, 3 Etappen aufzunehmen und dann abends immer noch nach der Arbeit, beziehungsweise habe ich da momentan auch gar nicht so viel Zeit nach der Arbeit. Also, aber wird kommen, Vuelta. Dann haben wir wieder 3 Let's Plays, dann kann es sein, dass es mit den anderen Sachen erst nochmal ein bisschen weniger wird, dann werde ich wahrscheinlich auf eine Sache verzichten. Was aber auf jeden Fall jetzt erstmal immer täglich kommt, ist Pixel Cup Soccer, da habe ich aber immer nur ein Spiel, das geht dann 6, 7, 8 Minuten. Das ist auch nicht ganz groß, das ganz große Problem mit dem Hochladen, aber das kann man sich immer mal so schön nebenbei ganz kurz anschauen. Jo, also Vuelta, ich weiß noch nicht genau, mit welchem Team wir starten. Ich würde natürlich keinen Top-Favoriten nehmen wollen. Das hat bei der Tour de France eigentlich mit Giant Alpecin Spaß gemacht. Mit Bagui und Tom Dumoulin sind wir ja auch auf Platz 5, glaube ich, eingefahren. Mit knapp 3 Minuten irgendwas Rückstand auf den Sieger Contador. Lustigerweise bei uns nicht Chris Froome, der nur Zweiter geworden ist. Ich muss mir die Startliste, wie gesagt, anschauen und dann entscheide ich einfach mal selber, worauf ich dann auch Lust habe. Könnt natürlich auch Vorschläge machen in den Kommentaren. Die lese ich eh nicht. So, das war wieder einer der Mega-Ruckler. Deswegen habe ich mal kurz die Klappe gehalten, damit nicht wieder meine Erpresserstimme durchkommt. Also Kommentare lese ich immer. Ich denke mal, das wisst ihr auch. Es kann vielleicht mal sein, dass ich 1, 2 Videos übersehe. Ich versuche auch fast immer auf alles zu antworten, auch wenn es manchmal erst 2, 3 Tage später ist. Aber manchmal kriege ich es halt auch nicht hin, weil man muss ja auch noch die Folgen bearbeiten und so weiter. Und dann mache ich mir immer einen Abend, wo ich dann Kommentare beantworte und einen Abend, wo ich die Folgen dann auch bearbeite. Irgendwie ruckelt jetzt gerade einfach mal alles hier wie bekloppt. Keine Ahnung, was das soll. So war das nicht bestellt. Col de Malessert. Col de Malessert. Berg der zweiten Kategorie. Wir sehen auch hier im Finale, es ist nicht so hundertprozentig mega steil gerade. Man kann unten, glaube ich, relativ viel Energie verballern. Das wäre ja vielleicht mal für uns eine Möglichkeit. Und am Berg der zweiten Kategorie bin ich mir nicht sicher, ob dort schon Attacken weggehen werden. Gregorio hat auf jeden Fall die Plus 4. Ofredo, wie gesagt, mit der Minus 4 ist natürlich prädestiniert dafür, Kapitän zu sein für den Tag. Mit seinem lächerlichen 73er Bergwert, den er, glaube ich, hat. Ich weiß es gar nicht genau. 61er Bergwert. Willst du mich verarschen? Minus 11 bei der Ausdauer. Der wird heute sowas von einbrechen, der Mann. Der ist doch jetzt schon am Ende. Da haben wir einen Puls von 134, da hat der einen Puls von 170. Es ist doch nicht wahr. Wir haben 35 Sekunden Vorsprung in der Nachwuchsfahrerwertung und sind trotzdem nicht vorne. Das muss man erstmal verstehen. Das bedeutet aber dann natürlich wieder, wenn da oben das hier verrückt spielt, dass die Ausreißergruppe einen großen Vorsprung hat. Das sind über 14 Minuten, sehr merkwürdige Abstände hier bei der Tour de Romandie. Hofstetter ist gestürzt. Wir sehen hier einfach mal gar nichts vom Feld, weil alles bemoost ist. Die sollen hier mal die Natur rasieren. Freie Sicht auf den Stamm, bitte. Dann sieht auch alles größer aus. Châtel Saint-Denis, um einfach mal schnell abzulenken. Was ist denn hier los? Jetzt auch noch die Suppe gestürzt. Suppe G-Punkt. Ein wunderschöner Name. Vereint zwei sehr schöne Sachen. Erstens Suppe und zweitens den G-Punkt. So, parallel nach wie vor Olympia, Marathon der Frauen läuft und ich glaube, die deutschen Zwillingsmädels sind schon abgehängt, aber ich habe es jetzt natürlich auch nicht so hundertprozentig weiter verfolgt. Kurz mal einen Blick drauf werfen. Ich sehe sie jetzt nicht, aber bin mir auch nicht sicher. Laufen rechts, laufen gerade zwei raus, die sehen sich sehr ähnlich, aber es muss nicht unbedingt heißen, dass es Zwillinge sind. So, ich bin gespannt, wie es heute laufen wird am Berg. Das ist schon mal ein ganz guter Härtetest Richtung Giro d'Italia. Wobei ich da vor allem auf das Zeitfahren setze.
Zeitfahrwert 78, Ausdauer hat sich nochmal verbessert. Dieses Mal gibt es auch nicht mehr diese Killer-Etappe. Das war ja beim 15er, war das glaube ich so die 7., 8. Etappe, die war 230 Kilometer lang und hinten raus wurde es dann hügelig, das hat uns gekillt. Da hast du im Pro-Cyclist-Modus als Etappenfahrer auch überhaupt keine Chance. Da bist du echt auf verlorenem Posten, weil du deinem Fahrer ja keinen Ausdauerwert einprügeln kannst. Der ist ja auch erst 20, 21 Jahre dann, wenn du dort zum ersten Mal an den Start gehst. Und so junge Fahrer haben halt nicht so einen hohen Ausdauerwert. Das finde ich ja durchaus realistisch. So, wie schaut's mit Wasser aus, Jungs? Holt da nochmal einer eine Pulle, weil ich bräuchte nochmal was vom Berg. Und ihr seid ja alle so gurkige Bergfahrer. Könnt ihr alle nicht mit mir mithalten. Ich werfe gerade mein langes Haar nach hinten, so ganz hochnäsig. So, Venturini holt nochmal Wasser. Ah, da paced er auch gerade nach vorne, der Mann. Schön, dass alle sowieso schon wissen, wir werden gleich rausfallen. Deswegen fahren alle schon in der hinteren Hälfte des Feldes. Vorne Lotto Sudal macht Tempo. Und jetzt geht's in den Berg der zweiten Kategorie. Das werden wir jetzt natürlich wieder ganz konzentriert spielen, so wie ihr es kennt, in Normalzeit. Weil so finde ich das am spannendsten. Dann sieht man auch die taktischen Varianten zum Teil, die darin besteht, einfach schnell hochzufahren. Weil wir dürfen ja gar nichts machen. Aber trotzdem mag ich das immer ganz gerne zu beobachten, wie das Feld reagiert. Die Ausreißer sind hier schon im Anstieg. Wir sehen, dass die durchaus auch einen großen Vorsprung haben. Aber heute wird es schwer für die Ausreißergruppe. Die werden jetzt noch sehr, sehr viel Zeit verlieren. Tempo wird weiterhin von Movistar gemacht. Das gelbe Trikot hat das Team Ethics Quickstep, von denen aber vorne jetzt nicht ganz so viel zu sehen ist. Ich weiß auch gar nicht, wo ist das gelbe Trikot? Fährt ganz da hinten. Ist natürlich nicht unbedingt sein Terrain. Huch, Alter, was ist denn hier los? Einfach mal die Zitterhand bekommen. Was ist denn mit meiner Maus gerade los? So. Will ich schon wieder eine neue Maus kaufen? Monte de Choué. Oh je, das sind zwei Punkte über dem E. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Wahrscheinlich wie Choué. Gab es nicht Monsieur Said damals im Découverte? Wer damals Französisch in der Schule hatte und das Découverte, der kennt auf jeden Fall Monsieur Said. Und natürlich Arthur et un Perroquet. Arthur ist ein Papagei. Das waren die Sätze, die konnte man sagen. Damit ist man allerdings in Frankreich nicht so richtig weit gekommen. Und ich glaube, ich sollte doch jetzt langsam mal das Aufnahmeprogramm wechseln. Das nervt ein bisschen mit den Hängern. Diego Rosa, Czernecki vorne dabei, Zakari natürlich hier auch am Start, auch ein guter Bergfahrer, deutlich besser als wir. Haben jetzt auch schon einen gelben Balken verballert. Gibt nochmal eine minimale Abfahrt, aber das wird schwierig werden, hier überhaupt dran zu bleiben. Kann man eigentlich nur hoffen, dass einige Fahrer sich zu früh verausgaben. Da haben wir auch Fabio Aru ist am Start, Cataldo, Quintana, der jetzt hier im grünen Trikot unterwegs ist. So, ja, die Ausreißer vorne, das wird ein enges Höschen. Es kommt jetzt natürlich auch sehr drauf an. Natürlich fährt Van der Haar für Giant Alpecin. Also komm, der ist doch geklont worden, der Mann. Es kommt, um den Gedanken fertig zu bringen, es kommt jetzt natürlich sehr für die Ausreißer darauf an, wie schnell hier hinten gefahren wird. Wenn die jetzt hier noch drödeln und unten in den Berg sich erst nochmal abtasten. Uns heißt es hier jetzt natürlich, oh, jetzt wird das Tempo hoch. Ja, der nimmt nur mal einen Schluck aus der Pulle, na klar. Würde ich jetzt auch machen im finalen Anstieg. Wie gesagt, man kann hier relativ schnell hochfahren. Aber die Konkurrenz ist natürlich echt bockstark. Das muss man sagen. Jetzt sind wir hier auch in den steilen Passagen. Vorne ist E3 und E2. E1 weiß ich nicht, wie weit die noch weg sind. Wir machen hier ein bisschen den Antiklöden und fahren einfach mal links raus. Also wir sind hier in den steilen Passagen. Der Berg. Ja, oben ist das dann... Doch, oben müsste es doch eigentlich viel flacher werden, als das dort angezeigt ist. Ich weiß nicht, ob der Berg vorher endet dort im Profil. Auch gleich das Energiegel nehmen. Na, die Ausreißer da vorne, drei Minuten noch. Natürlich schmilzt der Vorsprung jetzt immens.
bleiben einfach mal hier vorne. Keine genaue Angabe. So, wie gesagt, oben müsste es eigentlich ein bisschen flacher werden. Ich möchte es diesmal wieder von vorne fahren, so wie wir es früher auch häufig gemacht haben. Einfach mal das Tempo hochhalten, weil das unsere Stärke ist. Die anderen können sich natürlich ein bisschen in unserem Windschatten ausruhen, aber da vorne wird es jetzt dann tatsächlich flacher. Das müsste Wout Poels sein, der sich dort absetzt. Dort kommen jetzt auch ein paar andere, die jetzt auch an uns vorbeiziehen möchten. Ist nicht mehr weit ins Ziel. Komm schon. Da können wir die Lücke vielleicht doch noch schließen. Boah, jetzt sind wir allerdings platt. Letzter Kilometer. Verlieren wir doch noch ein bisschen Zeit und dann ziehen die hier noch an uns vorbei. So ein Scheiß. Aber jetzt bitte nicht abhängen lassen. Nein, jetzt fallen wir noch aus der Gruppe raus. Ist doch ein Witz. Da wollte ich zu viel. Boah, wie bitter. Da haben wir sogar noch ein paar Sekunden verloren. Scheiße. Okay, das war jetzt schlecht gemacht hinten raus. Da wollte ich unbedingt noch vorne hinfahren. Mist. Bin mal gespannt, wie viel Zeit wir jetzt noch verloren haben. Ein paar Sekunden waren es auf jeden Fall. War wiederum nicht so clever gemacht. Irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen den Rhythmus verloren bei diesen Bergankünften, habe ich das Gefühl. Vor allem, weil wir beim Abonnententeam halt auch einen höheren Beschleunigungswert haben. Da kann man das immer ein bisschen anders angehen. Gehen mal direkt zu den Ergebnissen, weil bei der Siegerehrung werden wir eh nicht vorkommen. Cummings ist der Stärkste. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, auch Tour de France Etappensieger. In der Gesamtwertung sind wir dann jetzt mit 1 Minute 7 auf Platz 20. In der Etappe hatten wir 57 Sekunden. Dann haben wir doch nochmal eine halbe Minute verloren wegen dem Quatsch, ey. Mist. Und Quintana ist dann sowieso mit der anderen Gruppe gewertet worden. Da hätten wir gar nicht so schnell hinterherfahren brauchen. Das war Unsinn. Verdammt nochmal. Egal. Ist ja nur Tour de Romandie. Ist noch nicht ganz so wichtig. In der nächsten Folge versuchen wir dann Zeit gut zu machen beim hügeligen Zeitfahren und natürlich bei der letzten Bergankunft. Dort werden wir dann einsteigen, wenn Vasi auch von der Rampe runtergeht. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Schauen. Da sehen wir auch das Profil. Rund 15 Kilometer. Bei den Favoriten sind wir wieder mal nicht genannt, trotz unseres guten Zeitfahrwerts. Okay, nehmen wir mal so hin. Mal schauen, vielleicht beim Briefing, vielleicht auf Platz 9 oder 10. Nö, auch nicht. Sind auch ein paar gute Zeitfahrer dabei, aber warum wir nicht genannt sind, wahrscheinlich, weil unser Hügelwert so schlecht ist. Aber das ist auch mal so ein bisschen Quatsch. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. War wieder mal nicht perfekt gemacht. Da muss man ja ganz selbstkritisch sein. Das hätte wiederum besser laufen müssen. Beim Giro d'Italia wird es, wie gesagt, hoffentlich besser. Und wir haben jetzt auch bei der Tour de Romandie nochmal eine Chance, vielleicht auch noch uns ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Also, in der nächsten Folge geht es von Sion nach Sion. Bis dann.